Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. So beten wir Christen es in unseren Gottesdiensten. Im Glaubensbekenntnis geht es um Gott, den Schöpfer allen Lebens, den nie jemand von uns gesehen hat. Es geht um einen Menschen, der viele begeistert, der hingerichtet und begraben wurde. Und danach haben viele mit ihm gute Erfahrungen gemacht. Und es geht um den Heiligen Geist, der uns miteinander verbindet. Ziemlich rätselhaft. Das soll ein Gott sein? Immerhin, seit 2000 Jahren haben viele Menschen mit diesem Gott gute Erfahrungen gemacht und ihm vertraut. Und sie haben ihr Vertrauen in diese Worte gefasst. Dabei geht es nicht um einen historischen Bericht, der erzählt, wie alles gewesen ist. Nein, es geht um unser Vertrauen, dass da jemand ist, der lange vor uns war, mit dem wir heute gute Erfahrungen machen können und mit dem auch nach uns gute Erfahrungen gemacht werden. Ein Gott, der uns nahe ist, ein Gott, der uns ermutigt. Und so reihen wir uns ein in die vielen Christen, die vor uns vertraut haben, wie in die Reihe derer, die auch nach uns Gott vertrauen. Das ist unsere Hoffnung. Auf Gott können wir vertrauen. Worauf vertraust eigentlich du? Schreib uns doch gleich einen Kommentar.